Gut, Freunde, am 5. Dezember also kam also das heraus, auf das, was wir lange, lange Zeit gewartet haben, ein Trailer von GTA 6, auf den wir lange gewartet haben. Ich muss leider abdrehen, weil wegen Urheberrechte. Gut, was sehen wir hier? Die meisten haben eh schon in YouTube einiges realisiert. Ich muss eines dazu sagen, einmal rückwirkend haben wir gesehen, die Grafik ist ein Wahnsinn. Also die Grafik ist ein Wahnsinn, wenn man hier diese detaillierten Flächen anschaut, aber das haben eh die meisten YouTuber eigentlich eh schon eigentlich gesagt. Diese Fahrzeuge. Es geht noch besser, klar. Es ist jetzt einmal nur ein Trailer. Ja, es kann natürlich noch besser gehen. Nicht? Also da kann man da hier natürlich, ich jetzt einmal können wir 4K gehen, also da. Also es wird noch realistischer werden. Schon langsam, aber doch, wenn man sich einen dementsprechenden Fernseher danach zulegen oder Monitor. Ja, es kann noch schärfer werden, viel schärfer. Ja, also das ist nur jetzt ein Beispiel von Rockstar Games gewesen, aber es geht doch objektiver. Also das Bild, also das alleine schon hier, das ist ein Wahnsinn, nicht? Also das ist alleine die Züge, die Gesichtszüge und die Bilder und alles, das ist ja ein Wahnsinn eigentlich. Ja. Und das ist ja wow! Mua. Mua. Geschmeidig! Geschmeidig! Oder wenn man sich das Bild einmal geben muss, dann, ich habe wirklich 2 Tage lang jetzt mir den Trailer wirklich 100, glaube ich, 1000 Mal angeschaut. Also, das sind Gebäude. Ja, also das sind, aber da geht es noch besser. Ja. Wesentlich besser noch. Ja. Ja, aber allein der Blick, also da ist nichts unscharf, da ist wirklich Realismus pur. Ja, Realismus pur, also da muss ich wirklich sagen, da geht wirklich Rockstar Wahnsinn, Wahnsinn. Ich meine, allein die Stunden und das, die Bäume und die Häuser, also das ist. Ja, da das Flugzeug da jetzt, da hat auch irgendwas zu bedeuten. Ja, da haben auch einige YouTuber was gesagt, aber wie gesagt, das ist. Aber schaut euch diese Atmosphäre. Na, Alter, das musst du mal da in der Zunge zergehen lassen. Das musst du ja da mal in der Zunge zergehen lassen. Also, das ist. Einmal, allein, das ist ja ein Wahnsinn, diese Spiegelung, ja, also, das musst du ja mal. Und da schwabelt auch nichts wie im GTA 5, Entschuldigung, jetzt bei den Möpse, ich hoffe, dass ich das jetzt sagen darf, Möpse, ja, ich meine, Dudeln, das würde ich jetzt eh nicht sagen, aber, das ist ein Wahnsinn, ja. Da bewegt sich überhaupt nichts. Ja. Ja, Achselhaare, nichts. Ja. Alter, das ist ja das Geilste. Das ist ja das. Alter, das ist das geilste Bild überhaupt. Also da ist wirklich Feeling pur. Also das ist. Also wenn es wirklich so wird, oder da muss ich sagen. Ja, ist ja noch gelungen. Und das ist ja sowieso da. Das ist ja da auch ein Wahnsinn, wenn du denkst, da in der Disco. Der da in der Disco. Also, das ist ja. Das sind Menschen. Das sind Menschen. Ja, das sind mal Menschen. Ja, also, das. Ja. Also.
Das weiß ich nicht, das ist ja da mit der Arschbackerei und dann mit den Tieren und alles. Ja. Und das, ja, das ist auch ein Wahnsinn. Die Alte ist ja auch ein Wahnsinn, ja. Ja, viele haben da viel aber schon wieder realisiert. Aber was der Typ da ist, möchte ich wissen. Der Typ, der, ist es ein Gegenspieler oder ist es der. Ist das jetzt dann der Jason? War das der Jason? Oder wer ist das da? Ja. Ich meine, können Sie es eh in die Kommentare schreiben. Vielleicht habe ich da jetzt was versäumt. Ja. Ist das der Jason? Ja, dann hat er aber sehr stark verändert. Ja. Der mit den Tätowierungen. Weil, wenn man jetzt einmal rückwirkend schaut, man hat da noch kurzfristig den Jason in der Ansicht. Ja, also man hat da noch einen Schäden kurz. Ja. Sie hat mir ja, sieht man ja, sie wird die Hauptrolle. Ist das da jetzt der Jason? Also, schreibt es ruhig in die Kommentare, vielleicht habe ich was versäumt. Ja. Ja. Sie sieht man ja öfters. In, da. Sie eben sieht man ja nicht wirklich. Ja, aber sie ist ja. Ja, und jetzt schweigen sich natürlich die Geister. Jetzt schweigen sich natürlich die Geister. Coming 2025. Naja, Leute, ich meine, was habt ihr erwartet? Wir haben alle gesagt, dass 2025 schon bei mittlerweile kommt. Alle. Auch ich. Ja. Da habe ich halt dann auch mal einen Punkt dann erreicht, wo ich dann sage, okay, dadurch, dass nichts weitergegangen ist, ja, durch den Linkangriff und den Blabla. Okay, ich habe mich vertan. Sorry, Leute. Ich kann mich entschuldigen. Sorry, Leute, alle die, was ich schlecht gemacht habe. Es ist Weihnachten, gebt mir eine zweite Chance. Wenn nicht, okay. Der Jokerbachermanns Fluch 1974 ist 50, ein Jahrzehnt. Ja, ich meine, ich habe eine gewisse Lebenserfahrung an Computerspiele, aber sorry, Leute, ich habe ein Scheißbad, ja, falls ich gesagt habe, es kommt nicht 2025, falls ich von meinem Weg abgekommen bin, als ich mich einnullen habe lassen mit 2026, 27, 28, 29, ja, dennoch. Bis heute hat sich Celtic Strauss nicht geäußert. Ja. Ist jetzt über seinen Kopf entschieden worden? Ja. Jetzt werden viele sagen, ja, es wird eh mal Zeit, dass das im Haus einmal am Tisch hat. Ja, nur eins darf er nicht vergessen. Nur eines darf er nicht vergessen bei der ganzen Sache. Take-Two ist noch immer der Geldgeber. Ohne Geldgeber ist Rockstar Games nichts. Ja, wenn dieses Spiel nicht der Kracher oder der Boom wird, so wie es war bei GTA 5, dann muss er die Konsequenz ziehen. Also die Konsequenz ziehen. Ja, ist er der Verantwortliche. Er hat jetzt die Verantwortung übernommen. Er ist jetzt in die Fußstapfen seines Bruders gegangen. Und Denhauser und Lazy Benzi, wenn das kein Erfolg wird, ja, dann ist er fällig. Dann ist er fällig. Ganz einfach. Ja. Dabei bleibe ich. Ja. Wenn GTA 6 nicht der Renner, der Boom wird, wie ich einst einmal gesagt habe, ja, der Trailer, muss ich ehrlich dazu sagen, noch einmal. Es ist ein Wahnsinn. Es ist ein Wahnsinn. Ja. Es ist ein Wahnsinn. Aber wie gesagt, die Story ist ja nicht so relevant, sage ich einmal. Das ist nicht die Geldquelle. Es ist ja dann der Online. Der Online wird dann gigantisch werden. Oder der Online, der wird, gigantisch.
Ja, und dann ist ähnlich wieder mal am Anfang, jeder macht mal seine Deals, jeder macht seine Missionen, jeder testet. Mit der PC-Version können Sie sich ruhig Zeit lassen. Ich sag's, wie es ist. Ja, ich sage es, wie es ist. Und wenn die PC-Version 3 Jahre später erst kommt, aber 3 Jahre ist dann dieses Spiel gereift. Weil wir wissen alle, was mit der PC-Version innerhalb der letzten Jahre mit GTA 5 passiert ist. Die meisten Modder sind gekommen, die meisten Glitches sind gekommen. Ja, die PC-Version ist tot. Ja, sag ich. Und wenn Rockstar Games heute sagt, es kommt nicht mehr auf PC, bin ich sogar froh. Ja, nicht, weil ich mir jetzt dann eine neue Grafikkarten kaufen muss oder eine neue, was weiß auch immer. Ja, eine dementsprechende stärkere Grafikkarten oder was, ist mir wurscht. Ja, weil mir irgendwann einmal muss das sowieso einmal aufrüsten und das alles, das wäre primär egal. Ja, das muss man eh im Laufe der Jahre. Weil die Spiele werden immer definitiver und stärker und flüssiger. Ja, und ja, aber wir hätten unsere Ruhe. Wir hätten definitiv unsere Ruhe. Ja, und wenn es noch PlayStation 5 kommt und auf die Xbox Series S, was mir auch wurscht. Ja, da müssen sich halt die PC-Spieler halt einmal kurzfristig PlayStation oder Xbox Series, dann ist es halt vorbei. Dann ist es endlich vorbei mit dem ganzen Ballerwatsch. Das würde ich mir wünschen. Das würde ich mir wünschen. Das ist mein einziger Wunsch von diesem GTA 6. Ja. Weil durch die im Laufe der Jahre kamen immer mehr Glitcher, mehr Modder und so weiter und so weiter auch. Und auf die PC. PC kann ruhig im Jahr noch 4 Jahren auch kommen. Noch 4 Jahren. Weil dann hat jeder mal in Ruhe die Story durchgespielt, in Ruhe sich einmal eingelebt in Online, ja, hat sich ein bisschen was aufgebaut, ja, hat sich ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen gehört, oder weiß man ja nicht, wie das jetzt da oben rennt, ob das auch so oben rennt wie in Online, wie in Fünfer, ja, und so weiter und so fort. Es ist ja noch nicht sicher, es war ja mal auch die Rede mit Roleplay und so weiter und so fort. Also, man hätte seine Ruhe. Muss ich ganz ehrlich dazu sagen, man hätte seine Ruhe. Ja, also mit PC könnten sie ruhig warten. Ja, und wenn das erst in 5 Jahren rauskommt, ist mir das scheißegal. Ja, und wenn das erst mit der PlayStation 7 PlayStation 6 rauskommt, ist mir das auch wurscht. Ja, aber man hätte seine Ruhe. Man gäbe den Glitchen und Modern nicht die Chance, dass dieses wunderschöne Spiel gleich mal am Anfang desaströs vernichten. Das wäre mein größter Wunsch an Rockstar und an Take-Two. Gut, Freunde, Entschuldigung, dass es zu spät aus der Trailer-Analyse kommt. Meine Meinung, so wie es jetzt ist, ist super. Geil. Punkt. Sehr gut. Das Mal hat der Lehrling, nicht weil jetzt Weihnachten ist, das Mal hat er sich wirklich zusammengerissen. Passt. Note 1, Römisch 1. Aber wie gesagt, es wird ja noch einiges andere kommen, einige andere Details werden dann kommen, einige andere Leaks. Es ist schon im Vorfeld, dass wir neue Autos kriegen, neue Waffen, neue Missionen. Ja, aber das kommt ja jetzt im Laufe der nächsten Monate. Sie haben ja Zeit bis 2025, also wann 2025? Ja, ein Jahr hat 12 Monate, Leute. Ja, ein Geschäftsjahr hat ein Jahr. Ursprünglich geht es jetzt so, dass 2024 bis 2025, März 2025, also 2024 kommt schon mal nicht. Ja, 2024 ist schon mal ausgeschlossen. Das ist Geschäftsjahr leider schon abgeschlossen. Es kann also nur 2025 auf 2024 auf 2025 und das geht bis März 2025. Wir sind allerdings gewohnt von Rockstar Games, dass sie ihre Spiele verschieben. Ja, es war auch bei GTA 5 so.
Und es war auch bei Red Red Redemption 1 und 2 so, dass es entweder Major oder Halbjahr verschieben. Ja, also es wird sicher noch bis 2026 dauern. Ja, die Vorbestellungen werden jetzt auch demnächst dann irgendwann einmal auftauchen bei Amazon oder wo auch immer. Ja, Amazon. Und es ist natürlich die Frage, so wie es auch schon im Vorfeld ist, ob es ja normale Versionen gibt und auch eine Deluxe oder Edition, eine normale Standard-Version, so wie es bei Red Red Redemption Dead 2 war, oder eine Deluxe Edition oder eine dritte Version auch noch gibt. Ja, weil bei Red Redemption hat es ja drei Versionen gegeben. Ich weiß jetzt nur die normale, die Standard und die Deluxe und dann hat es noch eine gegeben. Ja, das werden wir dann eh alles sehen. Ja, preislich werden wir natürlich, ja, naja, um die 100 bis 150, 200 Euro rechnen müssen mit der Deluxe, weil schon allein die Deluxe von Redemption hat damals, glaube ich, schon 100 Euro gekostet. Die normale Version hat damals schon 60 Euro gekostet. Und die mittlere hat, glaube ich, damals 79 Euro gekostet. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, wie die dritte Kasten hat. Ja, drei Versionen hat es auf jeden Fall gegeben. Mittlerweile gibt es ja nur noch mal die Standard und die Deluxe, die dritte ist eh schon verschwunden. Aber man kann so im Schnitt 100, 150, 200 Euro rechnen. Ja, es ist aber auch ein neues Spiel. Ein neues Spiel mit neuer Grafik, ja, mit neuen Inhalten. Wenn es das dann dem Preis entspricht, okay, dann bin ich bei Rockstar Games. Ja, und bei Take-Two. Das ist jetzt meine Meinung, das ist meine Bewertung. Kurz und knapp und knackig zu dem Trailer. Und jetzt kommt das Video, wo ich mich dann auf der PC-Version dann verabschiede. Gut, das Winter-Update ist natürlich auch schon im Kommen. Nächste Woche werden wir schauen, was wir kriegen. Allerdings geht es dann nur mehr weiter dann auf der PlayStation 5. Das habe ich eh schon angekündigt. Das ist mein nächstes Projekt. Ab sofort gibt es nur mehr PlayStation 5 Videos, weil die PC-Version ist tot. Ja, da kommt nichts mehr. Ja, da wird auch nichts mehr realisiert oder aktualisiert. Gott sei Dank. Oder die einen sagen Gott sei Dank, die anderen sagen wieder schade. Aber es ist halt einmal so. Ja. Leider bedauerlicherweise wird es auch dieses Mal so sein, dass auch für die PlayStation 4 und für die Xbox das letzte Update ist. Dieses Winter-Update, die Themen nächstliegenden oder nächstkommenden Updates dann schon auf die New Gens oder die New Konsolen eben dann schon kommen. Also auf PlayStation 5 und Xbox Series. Ja, wie gesagt. Schauen wir uns das einmal an, so wie es jetzt dargestellt wird. Spitze. Gut, ich würde das Video heute nicht allzu lang machen. Um, wie gesagt, da nicht irgendwie dramatisieren, sage ich einmal, eben über das Ganze. Es war mal ein schlichter, einfacher Trailer. Wir wissen jetzt, um was es geht. Wir wissen nicht, wann es kommt. Ja, 2025. Wie gesagt, das Geschäftsjahr ist bis März 2025, also bis März 2025 ist jetzt einmal Zeitraum, wo man sich denken kann, okay, bis März 2025 an einen Dienstag kann das kommen. Ja, wie gesagt, irgendwann kommen ja dann eh schon die Vorbestellungen, ja, vielleicht heuer noch oder Anfang des Jahres gibt dann Rockstar Games die Freistellung für Amazon oder für andere diverse andere Computerläden dann frei, dann sieht man eh schon, okay, bing, 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 passt. Kommt drauf an, kommt eine Version oder wie bei Red 2, 3, ja, und dann schauen wir, was bei den diversen Versionen alles dabei ist. Ja, ich kann mir vorstellen, bei der Deluxe wird man dann einige Missionen mehr spielen können, als mit der Standard oder mit der mittleren. Oder du wirst halt den Online dann auch schon in etwa testen können.
Ja, da hast du in Zukunft schneller aus wie alle anderen. Preislich gesehen habe ich auch gesagt, man muss rechnen zwischen 100 bis 200 Euro. Ja, für die Deluxe. Standard ist halt auch mit, schon mit fast 80 Euro, zwischen 70, 80 Euro auch schon geschmackig, aber man muss auch rechnen, wie groß wird das werden in etwa. Die wird gewaltig. Also GTA 6 wird gewaltig groß werden. Also so bis jetzt, wie ich das so sehe, kann man mit sicher mit 200 Gigabyte rechnen. War nicht mehr. Ja, also wenn es so wird wie jetzt, dann glaube ich, muss jeder sich eine neue Festplatten kaufen bald. Ja, da werden wir dann bis in Jahr 2025 schon fast jeder 2 TB-Platten brauchen. Ja, da werden wir mit 1 TB oder noch eine größere oder eine zusätzliche Festplatte dazuschließen müssen, weil so wie es jetzt dasteht und so mit der Bildqualität und Grafikausbau kann man sicher sein, das werden nicht 100 GB werden, wie bei Red 2. Das werden noch sicherlich schon mehr als 150 bis 200 GB. Ja, also da muss man dann schon nachdenken nach einer größeren Festplatten. Also da wird es dann schon ein bisschen knapp werden, wenn man dann andere Spiele auch noch eventuell installiert hat. Also da muss man immer schauen, dass man in etwa, ja, muss ich dann auch schon schauen, dass ich mir größere Festplatten noch kaufe bei der PlayStation 5. Ja, da würde man dann auch wahrscheinlich schon 2 TB kaufen müssen. Gut, also wie gesagt, Fakt, 2025, ich schätze, so zwischen 150 bis 200 GB wird es groß werden. Plus, minus, kann natürlich auch kleiner werden am Anfang. Ja, weiß noch nicht, alles da ist. Ja, aber rechnen wir mal damit, weil Red war schon 110 GB, glaube ich, damals. Also mit allen DLC und bla bla und was weiß ich alles. Ja, das darf man nicht mehr vergleichen mit GTA 5, wie damals, der was nur mit 65 GB angefangen hat und jetzt mittlerweile auch schon auf fast 100 GB sind. Ja, mit 65 GB haben wir angefangen, Freunde. Ja, damals. Und jetzt sind wir schon bei fast 100 GB. Also man muss dann schon rechnen, das Doppelte in etwa. Also man muss dann schon, klar ist jetzt eine Übertreibung. Klar ist jetzt eine Übertreibung von mir. Aber lieber übertreiben, was ich zu wenig sagen. Gut, Freunde, wir sehen Sie beim Winter DLC. Beziehungsweise es kommt in den nächsten Tagen noch das Video, wie ich mich verabschiede auf der PC-Version, wo ich alles kaufe, alles ausgebe und dann Sandler werde. Gut, passt. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und bis zum Winter-DLC. Schauen wir mal, was kommt. Wenn was Spannendes kommt, mache ich Videos, wenn nicht. Ja, Leute, wie gesagt, sehen wir uns jetzt wieder im nächsten Jahr. In dem Sinn, ihr wisst Bescheid. Ich mache mir da keinen Stress, keinen Druck, ne? Das ist Weihnachten. Aber es kommt, ich mache dann eh noch ein Video und so weiter und so fort. Ich will dann eh noch ein passendes Weihnachtsvideo noch machen. In dem Sinn, haut rein und ja, bleibt gesund.